Wie erkennen Sie am Dialekt, dass jemand aus der Stadt Basel kommt? Geht den Anfänger und der Führungsrichter. Nehmen Sie Platz. Und was unterscheidet die Stadt Basel von der restlichen Nordwestschweiz? Ich habe ein paar Tipps. Typisch für die ganze Nordwestschweiz ist die Kombination aus weichem D statt hartem T und aus dumpfem O statt längem A. Also guten Oben statt guten Abend. Und typisch ist auch tief statt tief oder tief. Sonst gibt es nicht so viele Merkmale, die für die ganze Nordwestschweiz gelten und sie gleichzeitig von den anderen Deutschschweizer Dialekten abgrenzen. Schauen wir die einzelnen Dialekte genauer an. Am bekanntesten ist sicher die Stadt Baseldeutsch. Traditionell redet man dort vom Kind statt vom Kind, vom Sack statt vom Sack, von den Büchern statt von den Büchern und vom Münsterhegel statt vom Münsterhügel. So ausprägtes Baseldeutsch hört man heute aber nicht mehr so viel. Ausser an der Fasnacht. Dort packt man das urigste Baseldeutsch aus. Hinter dem Münster bin ich ganz allein. Kein Sau will den Weckli, sie wartet zu Stein. Im Alltag aber hat sich der Stadtbasler Dialekt an Plätzen an der Umgebung angepasst. Die nähere Umgebung, das ist der Kanton Basolan und der Teil vom Kanton Solothurn, der nördlich vom Jura liegt, das sogenannte Schwarzbubenland. Der Kanton Basolan kann man grob in drei Dialekte unterteilen. Das Oberbaselbiet im Osten, das Biersegg im Westen und das Laufental im Südwesten. Am Stadtbaseldeutsch am ähnlichsten ist der Dialekt vom Biersegg. Dort sieht man z.B. auch Bücher und Sack. Im Oberbaselbiet hingegen ist es Bücher und Sack. Die aus dem Laufental und auch aus dem südlichen Schwarzbubenland gelten als die von hinten führen, weil es bei ihnen hinten und King ist statt hinten und Kind. Und natürlich auch, weil sie aus dem Hinterland hinten führen kommen. Das Schwarzbubenland ist weniger einheitlich als die drei Baselbieter Dialektregionen. Der Norden gehört dialektal zum Biersegg, der Westen zum Laufental und der Süden ist dialektmässig so irgendwo zwischen Laufental und Oberbaselbiet. Mit ein paar Abstrichen kann man auch das Aargauer Fricktal zu den Nordwestschweizer Dialekten zählen. Vor allem das untere Fricktal rund um Rheinfelden gehört heute faktisch zu den Aglo-Basel. Auch im Fricktal sieht man guten Oben und tief. Es klingt dort ähnlich wie im Oberbaselbiet. Aber je weiter fort von Basel, desto mehr klingt es nach Aargau. Im letzten Jahrhundert ist die Mobilität stark gestiegen. Viele Leute aus der Umgebung gingen in die Stadt Basel arbeiten, da sie auch dort hergezögelt. Und Stadtbaslerinnen und Stadtbasler sind in die Aglo wohnen. Durch das haben sich die Dialektgrenzen, die ich gezeigt habe, ziemlich verwischt. Zum Beispiel gehört man das Stadtbasler Hauszäpfli R mittlerweile auch ging mehr in den Aglo, wo früher die Zungenspitze R üblich war. Und an was erkennst du Dialekte aus der Nordwestschweiz? Schreib es in die Kommentare. Jetzt weisst du also Bescheid über die Nordwestschweizer Dialekte. Wie man die Dialekte in der Zentralschweiz auseinanderhalten kann, siehst du in diesem Video. Und mehr über Dialekte und Sprache gibt es in der Playlist.